Felix Magath grübelt. Der Meistermacher von 2009 plant den großen Umbruch. Mal wieder. Und sortiert beim VfL Wolfsburg jetzt auch den Rest seiner Titelhelden gnadenlos aus. Grafitsch, der letzte Verbliebene des magischen Dreiecks, darf wohl seine Sachen packen. Der Brasilianer wurde vor 2 Jahren mit 28 Treffern Torschützenkönig. Heute hat er bei Magath nichts mehr zu melden. Auch Sascha Rita, 2009 noch Stammspieler, steht offenbar vor einem Wechsel. Wenn Magath ausmistet, haben selbst Millioneneinkäufe wie Diego in Wolfsburg keine Chance mehr. Der Brasilianer hat sich mit seiner rücksichtslosen Art aber selbst ins Abseits befördert, als er die Mannschaft am letzten Spieltag im Regen stehen ließ. Und auch Ex-Leverkusener Patrick Helmes, der sich unter Magath nicht durchsetzen konnte, darf wohl gehen. Bisher sind lediglich 3 Neuzugänge fix. Vom 1. FC Kaiserslautern wurde Stürmer Lakic verpflichtet, Patrick Ochs kam von Absteiger Frankfurt. Neuer Spielmacher wird wahrscheinlich der Pole Mateusz Klich. Der spektakulärste Neuzugang könnte aber Zvečko Misimovic werden, 2009 das Herz der Meistermannschaft. Dieser steht bei Magath hoch im Kurs, eine Rückkehr nach Wolfsburg scheint nicht ausgeschlossen. Schon auf Schalke wollte Magath den quirligen Mittelfeldregisseur verpflichten. Doch Magath braucht Stürmer, sollte Helmes den Verein tatsächlich verlassen. Heißester Kandidat ist der Brasilianer Wellington, der derzeit bei Spartak Moskau unter Vertrag steht. Für 12 Millionen Euro könnte er zum VfL wechseln. Auch in der Innenverteidigung muss Felix Magath noch Lücken schließen. Mit Marco Rus steht auf dieser Position ein weiterer Frankfurter auf seiner Wunschliste. Dabei ebben auch die Gerüchte nicht ab, dass der 26 Jahre alte Mittelfeldstar der Tottenham Hotspurs, Nico Kranjčar, zu den Wölfen wechselt. Egal wer kommt oder wer geht, ein Umbruch braucht Zeit. Und ob die Fans dem VfL nach der enttäuschenden letzten Saison diese Zeit geben, bleibt abzuwarten.